Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu neuen Bildern aus dem Frühlingsgarten. Mit der Wildkamera habe ich jetzt endlich das Eichhörnchen auch mal aufnehmen können. Zwar immer nur wenige Sekunden, für die Walnüsse hat sich das überhaupt nicht interessiert, aber immerhin der Marder hatte Gefallen gefunden an dem Stück Apfel, was ich hier noch abgelegt hatte. Das hat er sich schön schmecken lassen. Die Wildbiene ist schon wieder unterwegs und hilft dir fleißig beim Bestäuben. Die Amsel sucht nach kleinen Würmern im Erdboden und der Marienkäfer kann uns schon wieder helfen, die Blattläuse wegzufressen. Vor einem Tag voller anstrengender Gartenarbeiten sammle ich mir erst nochmal einen wohltuenden Tee, einfach frisch im Garten. Da wächst zum Beispiel die Pfefferminze, die Schafgarbe, auch Zitronenmelisse lässt sich schon wieder finden. Der Thymian lässt mich über das ganze Jahr natürlich nicht im Stich. Und etwas weiter oben auf der Wiese finde ich auch noch Spitzwegerich und auch ein paar Blätter von der Erdbeere oder auch einer Himbeere oder Brombeere, wenn ihr so etwas habt, sind äußerst lecker in einem Wildkräutertee. Den genieße ich jetzt, während die Vögel hier so schön zwitschern. Und dann bereiten wir schon mal einen Kübel vor, in dem sollen ein paar Kartoffeln, die ich schon vorkeimen ließ, einziehen. Dafür hole ich jetzt hier hinten noch mal etwas von unserer guten Erde. Im Beet würden die vermutlich die Wühlmäuse wegfressen und an anderen Hochbeeten habe ich schon andere Sachen vorgesehen, wo die Kartoffeln auch mit etwas Abstand platziert werden sollten. Und dann kommen ja auch die Kartoffeln in den Boden. Ich vermische die Erde noch mit unserer guten Komposterde, sodass ja auch schon mal ein bisschen Pep drin ist. Und dann heißt es angießen und abwarten. Und während an der einen Stelle noch gepflanzt wird, können wir an der nächsten schon wieder ernten. Hier habe ich schon das Eimerchen voll mit Spinat. Und auch das Körbchen hier ist voll mit dem Feldsalat. Bei uns wird er auch Rapunzel oder Rewinschen genannt, da lässt sich ein super Salat draus zaubern. Das kommt jetzt hier an der Stelle erstmal raus, würde demnächst sowieso in Blüte gehen, nehme ich an. Auf der anderen Seite muss ich ja auch das Beet nochmal erneuern, bevor hier für diese Saison etwas Neues hier reingepflanzt werden kann. Und nachdem die kleine Mauer neu gesetzt ist, wird es noch mit Erde aufgefüllt und so können dann auch die nächsten Pflanzen aus der Voranzucht hier demnächst einziehen. Zeit zum Aussehen im Freiland ist natürlich auch. Bei mir sind jetzt nochmal Möhren und Radieschen hier in den Boden gekommen. Da gilt es gerade zu schauen, dass das nicht wieder austrocknet, falls es die nächsten Tage mal nicht regnen sollte. Aber die Regentonnen sind ja zum Glück gut gefüllt. Und auch die Jungpflänzchen der Salate, die hier noch in den Platten stehen, werden natürlich regelmäßig in die Badewanne gesetzt und können dann demnächst auch hier in die Töpfe, Kübel und ins Beet gepflanzt werden. Auch der Nistkasten, in dem jetzt 2 Jahre niemand gebrütet hat, ist jetzt umgezogen und ich hoffe, an diesem neuen Platz wird er neue Bewohner finden. Im unteren Teil des Gartens wird jetzt der Weg noch einmal etwas weiter wandern und der ehemalige Weg wird zu einem neuen Beet aufgebaut. Dafür werde ich mit der Grabegabel einmal gut durchlockern und dann kommt ja wieder eine neue Umrandung hin, aus Brettern einfach mit Holzpfählen in den Boden geschlagen. Und dann wird natürlich auch hier wieder jemand gefunden, der das freiwillig auffüllt. Und dann haben wir schon ein neues Beet und in das kommt jetzt hier der Spinat rein. Die Pflänzchen standen schon die ganze Zeit draußen, jetzt auch bei den frostigen Temperaturen. Ich pflanze die jetzt hier erstmal rein als erste frühe Kultur. Dafür mache ich mit dem Finger hier einfach ein Loch hinein, drücke die tief rein und nochmal gut andrücken. Und das machen wir 100 Mal und danach natürlich wie immer gut angießen. Dann kann der Spinat hier in Ruhe wachsen und wir können uns der nächsten Gartenarbeit widmen. Wir haben hier im vorderen Bereich des Gartens noch eine Ecke, die recht ungenutzt ist. Da waren bis vor kurzem noch Essigbäume und ein riesiger Traktorreifen. Wir haben jetzt hier eine neue kleine Benjeshecke angelegt und auch ein paar neue Haselzweige sind hier in den Boden gesteckt, in der Hoffnung, dass die gut anwachsen und hier eine kleine Haselhecke entsteht. Das Material dafür haben wir von dieser Thuja-Hecke, in der wir seit Jahren nicht ein Lebewesen entdeckt haben. Auch nach dem Durchlichten hat sich herausgestellt, dass hier nicht ein Vogel eine Chance gehabt hätte und nicht mal eine Käferlarve ist hier am Boden zu finden, weil das einfach ganz dick gemulcht ist mit diesem toten Nadelzeug hier. Mit Roccos Eingriff hat sich hier bestätigt, dass hier im Inneren nur totes Land zu erwarten ist und im Anschluss sah das Ganze so aus und dann habe ich nochmal zur Schere gegriffen. Und jetzt haben wir ein wunderbares großes Grundgerüst für ein ganz neues riesiges Insektenhotel mit Nistmöglichkeiten für Vögel, für Hummeln und Wildbienen, wobei die Hummeln ja zu den Wildbienen gehören und vermutlich auch für viele andere kleine Lebewesen. Das wird sich hier in den nächsten Wochen füllen und aufbauen und ihr könnt dabei zuschauen.
Auf der Hofseite schwebt mir noch ein neues großes Hochbeet vor, das dann auch diese Mauerlücke vor diesem neuen großen Insektenhotel dann auffüllen kann. Da können dann nochmal wunderschöne Bienenweiden mit rein und auch Pflanzen, die dann dieses Insektenhotel wunderbar zuranken können. Eine Gartenarbeit möchte ich heute noch schaffen, und zwar ist das das Bohnengerüst. Dazu hole ich mir aus meinem Vorrat wieder die Stangen dafür, und auch die Bohnen dienen wieder, wenn sie blühen, dafür, dass die schwarzblaue Holzbiene angelockt wird. Und natürlich kann man die auch so platzieren, dass hier nochmal ein schöner neuer Sichtschutz entsteht. Und kaum sind die Stangen aufgestellt, ist hier auch schon wieder eine Spinne fleißig gewesen. Ja, ihr Lieben, nach getaner Gartenarbeit können wir noch die nützlichen kleinen Tiere in unserem Garten wunderbar beobachten. Hier sonnen sich jetzt schon wieder die Wildbienen und immer mehr Marienkäfer tauchen auf. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern und bis zum nächsten Video. Tschüss!